Jo Leute, was geht ab und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Train Sim World 4. Heute befinden wir uns auf der Schnellfreistrecke Köln-Aachen und stehen hier im Kölner Betriebsbahnhof als RB48 in Richtung Solingen Hauptbahnhof und werden diesen Zug erstmal vorerst bereitstellen, weil wir kommen gerade vom Kölner Hauptbahnhof, hatten am Kölner Hauptbahnhof die Nachricht bekommen, dass ein Kollege sich kurzzeitig krank gemeldet hatte, beziehungsweise kurzfristig krank gemeldet hatte, hätte diesen Zug eigentlich planmäßig um 20.43 Uhr von Bonn-Mehlem in Richtung Köln bringen müssen und ab Köln Hauptbahnhof hätte ich dann planmäßig übernommen, wie es auch theoretisch jetzt der Fall ist. Nur wäre der Zug dann kommend aus Bonn gekommen. auf jeden Fall ist dies halt nicht der Fall. Der Zug ist in Bonn-Mehlem stehen geblieben. Wenn da kein Fahrpersonal ist, dann ist da kein Fahrpersonal und der Zug bewegt sich nicht von A nach B. Demnach müssen wir hier eine, sage ich mal, ein... Oh nee, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Starten wir einfach mal. Jetzt müssen wir hier zwei Züge aneinander koppeln und theoretisch diese als Garnitur dann in Richtung Solingen bringen. Nee, das Wort fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. So, dann müssen wir erstmal unseren Hauptschalter und unseren Stromabnehmer runternehmen. Der ist unten, ne? Ja. Dann können wir den erst wieder hochnehmen. Und dann setzt das ganze Fahrzeug sich auch in Bewegung. Wir müssen jetzt gerade warten, bis die Bremse gelöst ist. Ja. Ja, wie gesagt, der Zug ist in Bonn-Mehlem nicht losgefahren und daher müssen wir jetzt eine Garnitur bereitstellen. Die zwei Züge wurden gekoppelt, weil die morgen im Dienst separat voneinander auf verschiedenen Kursen fahren. Der eine geht in Richtung Bonn-Mehlem um 4.25 Uhr, glaube ich, von hier aus zum Bahnhof und von 4.36 Uhr dann auf der RB48 in Richtung Bonn-Mehlem als Kurzzug. Der andere wird dann eine Stunde später diesen Zug wieder ankoppeln. Theoretisch fährt der Zug dann für eine Stunde als Einzeltraktion. Das ist eher der Sinn dahinter. Und ein bisschen Strom sparen. So, fahren wir mal ganz sanft dran. So, dann machen wir mal wieder die Federspeicherbremse, beziehungsweise legen die Federspeicherbremse an. So, gucken von außen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe eigentlich leichter Schneefall eingestellt, da ich aber schon seit 20.50 Uhr hier am Rumkursieren bin. Ich hoffe, wir haben da jetzt alles soweit umgestellt, dass wir hier den Führerstand bedienen können, sonst müssen wir nochmal zurücklaufen. Einmal die Türe zu, das ist ja natürlich einschließlich, beziehungsweise doch, keine Ahnung. Das ist ja die erste Klasse, demnach dürfen da nur exklusive Leute rein. Das ist so dumm. Ja, so. Dann haben wir das. Wir müssten eigentlich hier um 15 abfahren. Wenn wir jetzt mal auf den Tacho gucken, ja, haben wir noch 2 Minuten Zeit ungefähr. Hab dann mal wieder ein bisschen schneller gearbeitet, als ich eigentlich soll. Machen dann mal die Instrumentenbeleuchtung an. Irgendwie kann ich die nicht erkennen. Ah, doch, jetzt. Er kann wahrscheinlich an dem Licht liegen. Weil ich das jetzt zum zweiten Mal aufnehme. Hier links fährt der RE1 an uns vorbei. Ja, wie gesagt, ich nehme das zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal ist es abgestürzt, leider Gottes. Und da war auch die Debatte, ob ich das hier weiß oder
auf Schwarzstelle. Ja, so schnell waren wir in der letzten Folge auf jeden Fall nicht. Aber was ich weiß, was wir in der letzten Folge vergessen haben, wir gucken mal nach draußen, was uns fehlt. Aha, wir haben noch falsches Licht an. Und wir müssen einmal testen, ob die Schiebetritte richtig ausfahren. Ich habe jetzt auf 57 Meter. Sollte klappen, beziehungsweise klappt. So. Also einmal das. Natürlich das FIS einstellen. Dazu brauchen wir sogar tatsächlich den weißen Modus. Wie gesagt, wir fahren auf der RB48 in Richtung Solingen Hauptbahnhof, deswegen stellen wir hier demnach auch das FIS auf Solingen. Doch, Müllermann, der war schon richtig. Nee. Wir müssen einmal von der anderen Seite, weil das geht schneller. Oh, jetzt müssen wir echt. Weil tatsächlich hat dieses Fahrzeug echt viele Möglichkeiten an FIS-Anzeige. Und zwar befinden wir uns jetzt hier im Bereich NRW gleich. Im Bereich Köln, meine ich. Da seht ihr Neuss am Kaiser, Nievenheim, Leverkusen, also alles, was so im Bereich Köln ist. Dazu gehört auch Solingen. Da kommen wir gleich in den Düsseldorfer Essener Bereich und dann in den Dortmunder Hagener Bereich und dann kommen wir auch endlich nach ja, Solingen. Ja, gut. 15 sollen wir hier abfahren, das heißt, wir sind relativ gut in der Zeit. Ja, Solingen müsste jetzt gleich kommen. Jetzt kommen die ganzen Anzeigen der RB48, Huberter Oberbahn, Köln Süd und so. Und hier ist auch Solingen Hauptbahnhof. So bestätigen wir das Ganze mal. Wir haben ja noch die Federspeicherbremse angelegt. Und kontaktieren jetzt mal unseren Fahrdienstleiter per kurzen Call. Wir haben den jetzt mal kurz angeklingelt, sage ich jetzt mal. Er weiß Bescheid, wir sind fertig. Beziehungsweise können jetzt erstmal das Signal vorkriegen bis zum Bahnhofsbereich. Nicht Bahnhofsbereich, Bahnhofsvorbereich. So. Ja, 17 um 25 müssen wir vom Hauptbahnhof abfahren. Das ist relativ gut von der Zeit. Ich rede jetzt so ein bisschen demotiviert, einfach aus dem Grund, weil ich das jetzt zum zweiten Mal aufnehme und falls das jetzt zum zweiten Mal abstürzen sollte und ich ein drittes Mal aufnehmen müsste, ja, spare ich mir da ein bisschen Energie. Wir fahren erstmal in Schrittgeschwindigkeit bis zum Ende der Abstellung. Den haben wir ungefähr erreicht. So. Und fahren jetzt hier im schrecklichen Nebel, auch noch bei Nacht, vor zum Bahnhof, zum Kölner Hauptbahnhof. Haben wir natürlich Schrittgeschwindigkeit 25 als Vormax, mehr Schrittgeschwindigkeit 25, Vormax 25 haben wir natürlich. Diese halten wir dann dementsprechend. Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir mal einfach mal die 20 halten, weil wir sehr wahrscheinlich in wenigen Sekunden wieder auf dem 500er fahren. Deswegen macht das persönlich keinen Sinn für mich.
So. Bremsen wir leicht ein. Ja, das Ding ist, ich möchte natürlich jetzt eine Geschichte erzählen und auch den Grund erzählen, warum wir unseren Zug bereitstellen mussten. Aber wie gesagt, es ist abgestürzt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht gleich doch nochmal abstürzen wird. Deswegen, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das erst gleich im Bahnhofsbereich, beziehungsweise wenn wir am Hauptbahnhof stehen, erzähle. Ich bitte dann noch um einige Minuten Geduld. So, dann müssen wir das Spiel erstmal speichern. Wobei, das ist dumm. Falls es jetzt abstürzen würde, wäre ich dann genau an dem Punkt und ja, würde kein Video hochladen. Naja, egal. So, auf jeden Fall kriegen wir die Einfahrt erst. Ne, wir müssten die Einfahrt eigentlich kriegen. Ja. Okay, dann kontaktiere ich mal unseren Lokführer, beziehungsweise unseren Fahrdienstleiter. Per Anruf. Ich kenne ihn ja privat, deswegen. Ja. Seid mal gespannt. So, es klingelt. Ja, du Finn, ich stehe hier gerade mit meinem Airbus 48 17370 vor dem Hauptbahnhof und krieg hier noch keine Einfahrt. Weißt du warum? Ich stehe hier vor dem Signal 325. Nee, 315, tut mir leid. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ah, da fährt der RE9 noch in die Abstellung. Das war gerade so ein ein Kommen und Gehen, ein Gehen und Kommen. Wir gehen, er kommt. Ja, der RB24 blockiert gerade noch unser Gleis. Der hätte hier eigentlich planmäßig um 21 Uhr. Lass mich nicht lügen. 12 in Richtung Köln-Messe-Deutz fahren sollen. Wird er aber gleich tun. Da warten wir jetzt gerade mal noch bis 23. Beziehungsweise der Finn meldet sich ja gleich nochmal bei uns. Ach, da kriege ich schon wieder einen Anruf. Ja, hi Finn. Der kommt da auch jetzt vorerst mal nicht vorwärts. Der wird ja wahrscheinlich am Hauptbahnhof enden und dann direkt in Richtung Euskirchen, Trier zurücksetzen. Oder keine Ahnung, wohin der fährt. Auf jeden Fall, die guten Neuigkeiten sind, dass wir dann eine Lösung gefunden haben, dass du eventuell von deinem Abweichengleis abfahren könntest. Nur zur schlechten Nachricht füge ich noch hinzu, dass es dann sehr wahrscheinlich mit wenigen Minuten Verspätung vom Kölner Hauptbahnhof dann in Richtung Solingen gehen kann. Ja, das nehme ich an. Ist aber kein Problem. Jo, ich danke dir. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich das Signal auf ein anderes Gleis. Machen wir mal einfach mal die Blecheise vom Hauptbahnhof. Information. Warte. Wir suchen uns erstmal ein Gleis aus.
Ja, der RE9 ist jetzt weg. Sollen wir von Gleis 3 abfahren? Ich habe irgendwie Bock von Gleis 3 abzufahren, aber irgendwie auch von Gleis 2. Da fahren wir einfach mal von Gleis 3. Weil wir sind ja letztens den IC von Gleis 2 abgefahren. Das heißt, wir können jetzt auch mal was anderes machen. Information zu RB 48 nach Solingen Hauptbahnhof über Leverkusen-Mannfort. Abfahrt ursprünglich 21:25 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 3. Ich wiederhole, RB 48 nach Solingen Hauptbahnhof über Leverkusen-Mannfort. Abfahrt ursprünglich 21:25 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 3. So. Dann fahren wir mal in den Bahnhof vor. Ey, ich muss einfach nur hoffen und hoffen, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt, weil das ist echt, 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 echt ultra anstrengend, sich zu wiederholen. Und die Sache ist ja, ich wiederhole mich ja generell. Und im Video wiederhole ich mich ungefähr zweimal für eine Sache. Okay, wir fahren hier weiter im 500er Harz. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, ich mache drei Videos. Mal zweimal wiederholen. Das wäre ja theoretisch sechsmal wiederholen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt im Nebel reinfahren. Gerade weil ich euch eigentlich zeigen wollte, wie schön es eigentlich ist, im Dunkeln den Kölner Hauptbahnhof anzufahren. Oh, da fährt ein schöner RB27 in Richtung Mönchengladbach raus. Den können wir jetzt keine Lichthupe mehr geben. Aber den IC können wir eine Lichthupe geben. So, dann fahren wir von Gleis 3. Hinter uns haben wir da einen Zug blockiert? Nö, haben wir nicht. Gut. Ja, man sieht es auch, der RB24 steht da gerade auf Gleis 1, unser planmäßiges Gleis. Hier links weiß ich, das ist der Ersatz für den TGW oder Thalys in Richtung Dortmund, der eigentlich auch um 21:17 Uhr abfahren sollte. Ja. Ja, man sieht das eindeutig, dass der da wendet am Bahnhof. Wir müssen jetzt nochmal das FIS einstellen, weil dadurch, dass wir die Strecke neu gestellt, wobei wir müssen das später machen, weil ich nehme an, dass unser FIS zurückgestellt wurde. So, dann testen wir nochmal. RB 48 nach Solingen Hauptbahnhof. Okay, nein, unser Zugziel steht noch dran. Ist gut. Aber unser Ausfahrsignal steht noch nicht. Dann rufe ich nochmal den Finn an. Er hatte mir eine Nachricht geschrieben. Ja, schreibe mir, sobald du am Hauptbahnhof angekommen bist. Das sollte der eigentlich auch im Streckenbild sehen, aber naja, egal, alles gut. Ja, hi Finn, ich stehe jetzt gerade am Hauptbahnhof. Bezüglich der Ausfahrt, kannst du mir da ein bisschen mehr verraten? Ja, hi Elgero, heute trifft es dich am meisten. Gerade zu dieser Zeit ist eigentlich nicht so viel los. Aber ja, heute
heute, wie gesagt, ist einfach Chaos ein bisschen. Auf jeden Fall ist vor dir der RD7 ausgefahren. Deswegen hast du ja auch gerade noch HP0 und wirst dann in wenigen Minuten dann auch das beziehungsweise die Fahrt bekommen. Besser machen wir das hier am Kölner Hauptbahnhof als irgendwo auf freier Strecke in Leverkusen-Mannfurt oder in Köln-Mülheim. Das wäre ja auch ätzend, hier am Kölner Hauptbahnhof erstmal zu stehen und dann dort nochmal. Ich denke aber, bis Solingen dürfte es dann an freier Fahrt klingen. Okay, ich danke dir nochmal korrekt und danke, dass du so großzügig warst. Ciao. So, ja, der RE7 in Richtung Münster, der ist ein bisschen verspätet abgefahren. Der hätte uns theoretisch auch irgendwo in Leverkusen-Mannfurt oder also in einer der nachfolgenden Bahnhöfen überholen können. Besser macht er das hier, dass wir dann einfach da freie Fahrt haben, weil Leverkusen-Mannfurt eine Überholung stattfinden zu lassen, das ist schon ätzend, weil wir da theoretisch eine Langsamfahrt von 60 haben, bis wir dann über die zwei anderen Gleise rüber sind. Auf das dritte Gleis dauert auch schon wieder. Meine Damen und Herren, an Gleis 3, bitte steigen Sie ein. Tralalalala. Gucken wir mal raus, das sieht gut aus. Also, dann machen wir mal. Nehmen wir mal die Türfreigabe weg, kein Zwangsschließen. Gucken mal, achten mal hier auf unser Türbutton. Jo, scheint an sich clean zu sein. Dann fahren wir los. Okay, wir sind jetzt um 30 losgefahren oder beziehungsweise um 29. Das heißt, wir haben jetzt plus 4. Ist okay. Ist auch ein bisschen typisch. Ja, ich kann ja noch rasch versuchen zu erzählen. Die Geschichte basiert ein bisschen auf wahrer Begebenheit. Und zwar ein Kollege von mir, der musste auch mal hier am Kölner Hauptbahnhof den Zug übernehmen. Dann war halt kurzfristiger Personalausfall, aber es wusste keiner Bescheid. Dann ist er zum Betriebsbahnhof mit einem Taxi gefahren und hat dann, wie ich halt, da den Zug bereitgestellt, fuhr dann aber im Gegensatz zu mir, mit 30 Minuten Verspätung in Richtung Solingen. Und ja, demnach habe ich versucht, das ein bisschen umzusetzen. Und würde sagen, wenn euch mehr solcher Videos gefallen, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ich sage damit Tschüss und auf Wiedersehen, euer Cold Magix.